Hi, hi, liebe Leute. Weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. So. Wir sind, ja, bei den Flussmen und, hier wurde das ganze Gebiet von den Drogbar verseucht und wir müssen es irgendwie versuchen zu reinigen. Was mir bis jetzt wieder aufgefallen ist und was richtig wehtut, ist einfach die Tatsache, dass wir nicht mehr das Frostschild zur Verfügung haben. Das tut richtig weh. Und das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Ja, es tut einfach weh. Der Damage, der da auf uns kommt, ist einfach absurd. Und er wird halt überhaupt nicht mehr absorbiert. Jetzt haben wir einfach nur noch einen Grund, uns wirklich mehr reinzuhängen und möglichst schnell stärker zu werden und besseres Equipment zu sammeln. Und das bedeutet halt auch einfach, dass wir auch vermehrt Weltquests machen müssen. Einfach um an diese besseren Items zu kommen. So, da hinten haben wir den Befallenen. Dann nähere ich mich doch einfach mal von hier. Und eröffne mit einem Pyroschlag. Kamen ja die ganze Zeit noch welche von diesen Naden dazu. Ich glaube, ohne die Buffs hätte ich es auch nicht hinbekommen. Oh, ein Stachelschwanzbiber. Den haben wir noch nicht. Den fange ich mal eben schnell. Oh, er ist rar. Easy, easy. Sehr, sehr sweet. Dürfen wir nur nicht zu viel Damage jetzt machen. Jetzt fangen. Scheiße. What the fuck? Double Hit? Ist aber unfair. So, erstmal Berührung. Zack. Haha, es hat gestunt. Sehr schön. Und jetzt nochmal geheilt. Alter, das ist ja effektiv. Der hat ja gegen alle von diesen Viechern, ist der hyper-effektiv. Den Fuchswelpen haben wir übrigens schon. Ja, Props an den Götzen hier. Der hat das im Alleingang geregelt. Sehr, 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 sehr schön. Guck mal, wie easy peasy der Paladin das hier macht. Für den gar kein Problem. Ich glaube, das war die letzte, ne? Nee, eins fehlt noch. Was müssen wir hier machen? Ach, noch ein Totem. Schleiche ich mich jetzt einfach mal durch, direkt zum Totem. Dann mache ich das. Dann muss ich jetzt hier nicht noch die ganzen Viecher töten. Oh.
Hier ist ein Rahmob. Müsste einer sein. Da. Eieiei. Komme ich da dran, ohne dass ich hier die ganzen Viecher in der Umgebung plätten muss? Der springt doch bestimmt hier drauf. Na, das war ja mal ausnahmsweise komplett obvious. Da zünde ich doch mal glatt Heldentum. Sehr schön. Kurz und schmerzlos. Und hinter mir ist eine Mine. Ich habe gerade gehört, wie einer abgebaut hat. Yo, und es ist sogar noch Teufelsschiefer. Ja, Beluga. Hat vorhin auch sich mal an dieser Mine bedient. So, wir haben einen Haufen Quests, die können wir jetzt abgeben. Wir sonst hier überhaupt irgendwelche Schätze noch in der Nähe? Hier. Da hinten müsste noch einer sein. Warte mal, den hole ich mal eben. Hier. An der Stelle hier irgendwo. Ich sehe es von hier aus. Nicht zu übersehen. Sehr, 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 sehr schön. Wenn wir jetzt noch gleich eine Ordensressourcen hier. Guck mal hier, das meine ich nämlich. Artefaktforschungsnotizen bereit. Die müssen wir unbedingt jetzt demnächst mal abschließen. So. Einmal die Quests hier beenden. 7,75 und 7,75. Beides Crap, aber das kann sich eventuell aufwerten und ist besser als das, was ich habe. Es hat sich aufgewertet. Sieht er? Jetzt ist es nämlich besser. So. Jetzt, da die größte Gefahr gebannt ist, können wir Bäuerin Maya die Aufsicht über die Felder überlassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir bereits das Schlimmste hinter uns gebracht haben. Die Fischerei ist genauso wichtig wie unsere Felder und sie ist sogar in noch größere Gefahr, sollten Angler Fischkorps Worte der Wahrheit entsprechen. Falls ihr euch verirrt, folgt einfach. Wir müssen zu den Weißwasserschnellen eilen, bevor es zu spät ist. Wie im Kampf? Nee. Okay. So. Ja, ich muss sowieso in diese Richtung. Von daher passt das. Ich kann mal eben gucken, ob es hier irgendwo noch eine ganz interessante Quest für mich geben würde. Hier, der Ring wäre nice. Oh, hier die Stiefel wären noch nicer. Wo ist denn das? Asuna? Ja, da müssen wir einmal nach Asuna. Da mache ich jetzt hier eben kurz Pause. Also jetzt nicht von diesem Part, sondern hier in Sturmheim. Kann ich nicht hier irgendwo meinen Ruhestein hinlegen? Hier? Das hier? Sylvanfälle? Und kurz den Wurm erledigen. Ich glaube aber nicht, dass hier ein... Der Berg hier ein Gastwirt ist. Es wäre schön,
ist es aber nicht. Ich hab's befürchtet. Egal. Von hier können wir jetzt auch fliegen. Gucken wir mal eben, wo das in der Sonne ist. Oh. Oh. Das ist ja richtig weit weg. Aber hier ist auch Ordensressourcen, das würde mich auch interessieren. Fliegen wir mal irgendwo hier hin. Ich habe genau das Richtige für euch. Reitet die Winde. Es ist einfach zu wichtig. Ich brauche die Ordensressourcen noch dringender als das Item. Das ist einfach eine Tatsache. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber die Ordensressourcen, gerade auch mit dieser dämlichen App, ne? Das gibst du aus, als ob es keinen Morgen geben würde. Das ist auch so eine verführerische App. Wie weißt du, man sieht da immer genau die Mission, die man machen kann. Ich denke mir, ja, mal die Artefakt-Sachen, da kann man mal eben kurz machen. Und dann gibst du mal eben 100 Artefakt-Macht aus und zack. Dann bist du ganz schnell wieder bei Null. Hier unten bringst du alle Suramar, da werden wir wirklich noch unseren Spaß haben. Das ist genau die Route hier, die man gerade sieht, die ich früher mal gemacht habe, um in die Sternlichtrosen zu kommen. Junge, da hatte ich auch einen Spaß bei. Da habe ich einen Großteil meines Vermögens, das ich jetzt besitze, gemacht. Aber seitdem hatte ich halt diesen Händler für dieses komische Blut da eingeführt haben, wo die Sternenlichtrosen so kaufen kannst, sind die Preise halt im Arsch gegangen. Aber da habe ich auch schon drüber gemeckert und geflucht drüber. In mehr als nur einem einzigen Part, glaube ich. So. Die Dämonen dringen von Suramar aus in unsere Lande vor. Wir müssen sie zurückschlagen. Oh, hier ist auch noch eine. Wenn ihr ihre Anführer ausschalten könnt, werden meine Schuppenwächter ihre Portale einreißen. Gemeinsam können wir die Legion zurückdrängen. Wie zerstöre ich denn das Portal? Ach hier, mit dem Ding einfach. Das Fleisch ist so weich. Ich muss näher ran. Ja, jetzt nochmal das Schild haben, ne? Das wäre schon nice, aber nein. Man hat es uns genommen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr wagt es, uns hier anzugreifen? Da muss ich sowieso den erledigen. Wenn da gar kein Weg dran vorbeigeht. Oh, bitte, kein Spread. Yes. Nein. Alter, macht der Schaden. Oh, ich wünschte, ich hätte das Schild noch, ey. Ich wünschte, ich hätte es, aber ich hab's nicht mehr. Eieiei. Das wird noch richtig ätzend werden. Oh, das weiß ich jetzt schon. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, liebe Leute, dann mache ich an dieser Stelle auch nochmal kurz Pause. Wir hören uns dann beim nächsten Part wieder, dann machen wir hier weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir die Garnisonsressourcen hier noch einsammeln können. Wir hören uns, macht's gut, bis dahin. Ciao.